Willkommen zu einem neuen Video von mir zum offenen Dungeon in The Elder Scrolls Online, also zu den Public Dungeons. Und wir schauen uns heute die verlorene Stadt an in der Alikir-Wüste, Alikre-Wüste oder wie sie auch immer heißen mag. Und schauen dort die vier, ihr habt es gerade in der Errungenschaft gesehen, die fünf verschiedenen Bosse an für die Errungenschaft Eroberer der Alikir-Wüste. So, wir sind hier auch schon beim ersten, das ist Atrusra. Oder Moment, es heißt ein bisschen anders. Das heißt, ist ein bisschen schwierig auszusprechen. Ich versuch's gerade mal. Abunalra. So müsste es richtig sein, genau. Auf jeden Fall steht es richtig in der Beschreibung unten, wenn ihr ihn also sucht. Arbura. So. Ganz einfach, eigentlich. Der steht im Dungeon relativ am Anfang. Also wenn ihr reinkommt, ist dort ein großer Raum. Hier seht ihr es auch jetzt nochmal. Moment, jetzt kommen wir nochmal runter. Da ist er. Arbura ist als erstes gelegt. Und auf der Map, wenn ihr reinkommt im ersten Raum, steht der links in einer Ecke. So, der andere Boss steht, wenn ihr reinkommt, rechts in einem kleinen Raum. Dort, wo die Himmelsscherbe ist geradeaus, geht rechts ein Raum rein und da ist der andere Boss, der heißt Vatira, also Vatira, und das ist der zweite Boss für die Errungenschaften, ist auch relativ einfach zu finden, also alles im ersten Raum, schon zwei Bosse. Für die Sieger Errungenschaft braucht ihr drei Bosse, das heißt, ihr braucht jetzt nur noch einen zu finden im Dungeon und schon habt ihr die Sieger Errungenschaft. Für die Eroberer-Errungenschaft und die ganze, die neue Farbe, da braucht er ja alle fünf Dungeons einer Einheit, einer Region, einer Allianz, halt dann Eroberer schaffen. Also fünfmal Eroberer in fünf öffentlichen Dungeons, entweder im Dolchsturz, Altmeri oder halt im Ebenherzpakt. So, hier sind wir dann schon in der offenen Gegend. Hier, das ist der Public Boss, also diese Leuchtkugeln, und hier steht das leise Schwert. Das leise Schwert ist also der dritte Boss jetzt hier im Dungeon. Kann nichts Besonderes, ne? Ist halt ein Tank, der anstürmt und einen umhaut. Also hier dürfte es kein Problem sein, den mit zwei, drei Leuten zu legen. Und solange das da leuchtet, könnt ihr gleich auch die Errungenschaft hier machen, also das ist die Gruppenherausforderung hier machen, damit ihr dann auch den Fertigkeitspunkt geht, und wenn das da hinten nicht leuchtet, dann steht halt vielleicht das leise Schwert hier. Die Bosse brauchen immer 10 Minuten, bis die respawnen, das heißt, ihr müsst dann auch mal warten, wenn die nicht da sind. Da ist es. Ich habe jetzt schon den Eroberer, wir gucken uns aber gleich noch die anderen drei Bosse an, aber der Eroberer ist schon mal geschafft. So, also ich habe den Eroberer, aber die anderen restlichen schauen wir uns jetzt gleich noch an. Jetzt gucken wir uns aber kurz die Gruppenherausforderungen an. Ja, ihr seht auch, meine Dolchsturzbündnis ist jetzt auch schon abgeschlossen. Ich habe schon die neue Farbe, aber das nur nebenbei, dass man alle fünf Dungeons schon hat jetzt. Hier muss man jetzt auf die verschiedenen Markierungen, und ihr seht, wann das Licht ausgeht, dann sind diese Markierungen schon aktiviert. Also um die Gruppenherausforderung zu starten, geht ihr die Markierungen ab, prüft, wann das Licht ausgeht, also soweit wir das mitbekommen haben, ist zuerst auf die vier Spinnen gehen. Vier Leute stellen sich auf die vier Spinnen oder auf die zwei Skorpione. Da müsst ihr selber mal ausprobieren. Ich habe jetzt eine Spinne aus, die nächste ist aus, ich bin auf die nächste gegangen, wieder eine Spinne aus. Und jetzt noch hier die Skorpione. So, mal schauen, ob noch jemand auf den Skorpion geht. So, und das sind also die letzten zwei, die ihr drücken muss. Dann kommen die Spinnenwächterin. Mit noch ein paar anderen Viechern. Mit einem Skorpionwächter noch. Und einem Skarabäuswächter. Sind also drei Wächter, die ihr erledigen müsst in der Gruppenherausforderung. Sind aber auch wieder nicht so schwer. Sobald die alle erledigt sind, da sind sie, bekommt ihr den Fertigkeitspunkt. Und
die daraus schafft. Ihr seht das auch hier, Errungenschaft, Nah, Tod, Ambu, Gruppenherausforderung. Also die heißt ja die verlorene Stadt von Nah, Tod, Ambu. So, dann gehen wir weiter, das ist dann Quarzbruch, der Patriarch. Das ist halt dann ein starker Greygoll. Die Greygolls halten ja so ziemlich viel aus und heilen sich ja auch oder können auf jeden Fall ziemlich viel aushalten. Das ist der Hauptschwerpunkt bei denen. Und deshalb ist es hier schon gut, wenn er auf jeden Fall mit 2 oder vielleicht sogar 3 hier hingeht. Also mit 2 hatten wir hier bei dem schon Probleme, weil hier spawnen dann auch noch andere Greygolls und dann auch noch ein paar Questmobs stehen hier auch in der Nähe. Also da aufpassen. Der ist relativ stark. Ihr seht das auch hier, war gerade eben einer tot. Ich bin jetzt auch schon wieder halb tot. Also der kann was austeilen. Ich glaube, das ist der schwerste Boss dann hier in dem Dungeon überhaupt. So, der hatte jetzt auch nichts Besonderes drin. Auf jeden Fall, das ist dann hier in dem Raum, also im nordöstlichen Raum oben. Ja, das ist, der nennt sich jetzt hier, Moment, der Mutterstein oder so, besiegt den Mutterstein-Patriarchen. Also Quarzbruch stand ja gerade hier, aber irgendwie war das halt der falsche Name. So, und dann südlich in dem Raum ist sind dann die ganzen Skarabäen, also diese ganzen Käfer. Und hier liegt dann auch der... Wo ist er? Ne, die Yokuda-Beschützer sind für die Quest, also den ihr jetzt hier seht, der Yokuda-Beschützer. Dafür müsst ihr mit der Quest hier arbeiten. Die erscheinen, sobald ihr hier an einem Podest geht. Und da vorne liegt er tot, also in dem südöstlichen Raum, dort wo jetzt mein blauer Pfeil ist, da müsst ihr rein, um hier den Knaller zu legen. Genau, Knaller ist dann der fünfte Boss. Ich ziehe mal kurz seine Leiche. Ich will den nachher als Trophäe im Gildenhaus. Ach, gibt's ja hier alles nicht. Kommt bestimmt bald mal. Ausstellen. So, und jetzt sehen wir gleich auch, wie Knaller da ist. Da ist er. Und wie gesagt, der ist im südöstlichen Raum. Kommt mit ein paar von seinen kleinen Freunden. Ist nicht so schwer zu legen. Also, dann habt ihr den Eroberer abgeschlossen. Viel Spaß in der verlorenen Stadt. Viel Spaß mit den 5 Bossen. Und wir sehen uns im nächsten Guide, wenn es dann ins verlorene Dorf geht oder in die ganzen Altmeri Dungeons. Die kommen auf jeden Fall auch noch. Bis demnächst. Macht's gut. Bye.